Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast, dass du heute beim Interview Bewusstsein mit dabei bist. Mein Name ist Daniela Wallstein. Ich arbeite als medialer Coach, Bewusstseinstrainerin und führe Online-Meditationen und Online-Interviews. Mit meinem heutigen Interviewgast, Elias Leppe, möchte ich auch zum Thema Bewusstsein sprechen. Und wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran und folge unserem Gespräch. Hallo und herzlich willkommen, lieber Elias, zum heutigen Interview mit dem Thema Bewusstsein. Grüß dich, Daniela. Danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gern. Elias, ich habe dich eingeladen, weil du dich mit dem Thema Ernährung im großen, weiten Sinne beschäftigst. Mit Ricardo, deinem Bruder, habe ich auch schon ein Interview geführt. Und heute lass uns doch ganz besonders in dieses Thema eintauchen. Ich weiß, aufgrund des Formates ist es nicht möglich, so tief reinzugehen, wie du es gerne machen würdest. Aber bevor wir anfangen, stell dich doch für die Zuschauer gern vor, die dich bei mir noch nicht kennen, wer du bist und was du so machst. Ja, ich bin der Elias, ich bin 24 Jahre jung und bin in Österreich aufgewachsen, aber in Peru geboren. Denn meine Eltern waren sehr, sehr viel auf Reisen und da waren wir 3,5 Jahre in Südamerika. Der Ricardo wird es vielleicht eh auch im Interview schon erzählt haben. Und dort bin ich eben auf die Welt gekommen. Das heißt, mein Geburtsort ist Chahua im heiligen Tal der Inkas. Und ich habe mich mein Leben lang eigentlich schon mit dem Thema Gesundheit, mit dem Thema Ernährung beschäftigt, da ich einen ganz anderen Start ins Leben bekommen habe. Denn meine Eltern haben sich entschieden, uns alle, also mich und meine beiden Brüder, das heißt zwischen dem Ricardo und mir gibt es ja noch einen mittleren, das wissen die wenigsten. Und sie haben sich entschieden, uns alle vollwertig pflanzlich zu ernähren. Und bei mir haben sie sogar noch den nächsten Schritt gemacht, dass sie sogar auch noch die Rohkost dahinter gesetzt haben. Das heißt, sie haben sich vor meiner Geburt, während der Schwangerschaft und nach der Geburt rohköstlich ernährt in Peru. Und somit ist mein Start ins Leben ein ganz, ganz anderer. Und ich kannte sehr, sehr viele Krankheiten und gesundheitsabnorme Umstände, die die meisten Menschen haben, nicht. Und somit ist mir das eigentlich in die Wiege gelegt worden. Und dann habe ich mich mein Leben lang immer mehr damit beschäftigt, habe mich mit Kräuterkunde beschäftigt und habe geschaut, warum haben die anderen Menschen diese Krankheiten und warum habe ich die nicht? Und habe einfach immer beobachtet eigentlich. Und anfangs wurde ich zwar dafür ausgelacht, dass ich diese Ernährungsweise habe, aber nur so lange, bis die meisten Kinder, also damals in der Schule, auch die ersten Krankheiten bekommen haben und dann gefragt haben, hey, warum hast du diese nicht, warum haben wir die schon, kannst du uns weiterhelfen? Auf einmal war mein Wissen sehr, sehr wertvoll und ich habe eigentlich sehr, sehr lange Zeit gar nicht gewusst, was für ein Wissen mir da eigentlich schon bei der Geburt mitgegeben worden ist. Aber irgendwann habe ich gemerkt, die Leute können mir Fragen stellen und ich kann sie alle beantworten. Und ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, wann ich es gelernt habe. Es ist mir einfach mitgegeben worden, weil es für mich vollkommen normal war, so zu leben. Und ich habe eigentlich nur erklärt, wie ich lebe. Und das war dann die Antwort, warum sie oder wie sie gewisse Krankheiten loswerden können. Und so bin ich in diese Welt hineingekommen. Bin dann, als wir wieder zurück in Österreich waren, da war ich 1 Jahr alt, dann vollwertig vegan, also auch mit Kochkost ernährt worden und bin jetzt seit 1,5 Jahren wieder zurück in die Rohkost gegangen, weil ich neues Wissen auch gefunden habe, auch meine Eltern neues Wissen gefunden haben, also auch sie sind wieder zurück in die Rohkost. Und ja, so habe ich angefangen, auch einen Verein zu diesem Thema zu gründen, also nicht nur Ernährung, sondern generell Gesundheit. Das ist der Verein Gesundheit schafft Freiheit, wo ich den Menschen kostenlos so viele Gesundheitstipps und Informationen und Wissen wie möglich an die Hand geben möchte, dass sie so frei wie möglich leben können. Frei von Ärzten, frei von Krankheiten, frei von irgendwelchen Abhängigkeiten in vielen, vielen Bereichen und einfach der Herr über sich selbst zu sein und von niemandem abhängig sein zu müssen. Das ist das Ziel, was ich weitergeben möchte und dass Bildung nicht am Geld scheitern darf. Bildung sage ich, Gesundheit nicht am Geld scheitern darf, weil Bildung ist ja genau dasselbe. Und ich hatte gestern erst wieder eine angeschrieben, das gibt es ja nicht. Wenn ich zum Arzt gehe, verlangt der einen Haufen Geld und er kann mir trotzdem nicht weiterhelfen. Und zu dir komme ich, kriege das alles gratis und du kannst mir sogar weiterhelfen. Wo ist der Haken? Ja.
Der Vorteil, den ich natürlich habe, ist, ich bin nicht abhängig von Geld. Und mein innerster Drang ist es, den Menschen zu helfen und nicht Geld zu verdienen. Und somit kann ich da viel freier hantieren. Und ich muss sagen, es ist ein super gutes Gefühl, da nicht abhängig zu sein, wie es ein Arzt zum Beispiel ist. Ja. Elias, nun versuche ich natürlich in diesem Interviewformat eine gewisse Führung für die Zuschauer, die uns folgen, ja, vorzugeben. Es ist so riesig. Ich sag mal, in Vorbereitung zu diesem Interview habe ich selber geschaut und ich muss sagen, also ich steige dann irgendwann aus. Es ist unglaublich, wie viele verschiedene Arten und Möglichkeiten es gibt, sich zu ernähren, mit den unglaublichsten Namen. Jetzt ist die große Frage, vielleicht können wir das so reduzieren, dass wir erstmal anfangen bei der Basis, damit jeder, der irgendwo innerlich spürt, okay, ich bin mir jetzt bewusst, das, was ich zu mir nehme, so wie das jetzt hier läuft, das System, da stimmt was nicht. Jetzt gehe ich auf die Suche und möchte mich mit dem Thema beschäftigen. Und dann landet der im Dschungel. Also so ging es mir, ich muss mal ehrlich sagen. Dann sage ich Rohkost, vegan, vegetarisch, Ayurveda, basisch. Also ich könnte jetzt, irgendwann steigst du aus und sagst, ja, was soll ich denn jetzt machen? Jetzt weiß ich ja genauso, also bin noch verwirrter als vorher. Also vielleicht können wir das irgendwie so runterbrechen. Was sind denn die Grundlagen einer Ernährung, die ein Mensch braucht? Auch wenn wir jetzt, sagen wir mal, ein bisschen pauschalisieren müssen, weil jeder ist ja sehr individuell von seiner Konstitution, auch vom Land, wo er lebt. Aber vielleicht gibt es irgendetwas, wo wir so eine Übereinkunft, eine Übereinstimmung finden. Ich würde es auf die vier Grundelemente runterbrechen, dass man schauen sollte, dass man, also Wasser, Erde, Luft und Feuer, es beginnt einmal beim wichtigsten Luft, welchen Sauerstoff atme ich ein, welche Luft atme ich ein? Ist das eine Stadtluft mit vielen Autoabgasen oder ist das eine Waldluft? Natürlich ist es hier auch abhängig, wohne ich mitten in Wien oder in Berlin in einer Großstadt oder wohne ich irgendwo am Land. Wobei ich sage, jeder kann seinen Wohnort selber wählen. Ich weiß, nicht jeder kann sich jetzt sage ich jetzt einmal das große Landhaus leisten, aber wenn man mit wenig zufrieden ist und es gelernt hat, mit wenig zufrieden sein, dann kann man sich eine kleine Hütte kann sich, glaube ich, so ziemlich jeder leisten. Wenn man sich anschaut, wie teuer teilweise so eine Wohnung in Wien ist, dann findet man am Land deutlich günstigeres. Und es muss ja nicht mitten im Wald sein. Es reicht ja schon, wenn man mal aus der Großstadt rausgeht und ein bisschen in eine kleinere Stadt, in ein kleineres Dorf wandert. Dort gibt es sehr, sehr viele Wohnmöglichkeiten. Wenn man da genau schaut, gibt es unglaublich viele Chancen, die man dort nutzen könnte. Es haben nur sehr viele Angst vor einer Veränderung. Könnte ich dort einen Job finden oder nicht? Und in meinen Augen ist es, wenn man den Schritt tätigt und einfach offen nach draußen geht und darauf vertraut, dass das Leben einen führt, dann findet man all das. Also bis jetzt jeder, der diesen Schritt getätigt hat, jeden, den ich kenne, der immer vertraut darauf hat, bei dem ist genau, sind, haben sie Türen geöffnet, wo er auch davor gesagt hat, die gibt es gar nicht. Auf einmal sind sie da, weil man diese Scheuklappen öffnet und einfach offen ins Leben schaut und einfach nach einer Ausschau hält und einfach das Leben neu startet. Und das Leben wird einem antworten und einem alles zur Verfügung stellen, was man braucht. Das ist in meinen Augen die Art und Weise, wie das Leben funktioniert. Das heißt, wir müssen mal schauen, welche Luft atmen wir ein. Wenn wir wirklich in einer Großstadt sind oder viel im Büro arbeiten, sollte man möglichst oft in den Wald hinausgehen. Ich glaube, jeder weiß, dass der Wald einfach ein wunderbarer Ort ist, der eine sehr starke Heilung vollbringen kann. Es gibt ja auch in Japan zum Beispiel eigene Krankenhäuser, wo die Patienten einfach in den Wald geschickt werden und gesund wieder rauskommen. Da gibt es keine Behandlungen, da gibt es sonst gar nichts. Sie werden einfach in den Wald geschickt und der Wald soll die Heilung übernehmen. Das nennt sich Waldbaden auch oder auf Japanisch Shinrin-yoku. Das Zweite ist das Wasser. In meinen Augen auch das Zweitwichtigste, denn Wasser hat eine sehr, sehr wichtige Aufgabe in unserem Körper. Einerseits die Reinigung, das heißt, es ist unser Reinigungssystem. Also das Wasser fährt durch den Körper, nimmt Schlacken, nimmt Schadstoffe auf und leitet die durch den Urin wieder aus.
auch durch den Schweiß wieder aus. Das heißt, wir brauchen immer wieder sauberes Wasser, damit der Dreck, die Schadstoffe, sei es durch die Ernährung, sei es durch die Luftverschmutzung, sei es durch das, was wir einatmen, all diese Schadstoffe, die wir momentan in unserer jetzigen Umwelt haben, dass diese wieder ausgeschieden werden können. Und das zweite wichtige, die zweite wichtige Aufgabe von Wasser ist, dass sie Mineralien in die Zelle hineintransportiert. Denn es bringt nichts, wenn wir viel in uns hineinschaufeln und möglichst viele Nährstoffe aufnehmen, aber wir das Transportmittel nicht haben, dass es in die Zellen transportiert. Das ist wie wenn man sagt, okay, ich habe alle Baustoffe der Welt, aber habe keinen LKW, der sie zu der Baustelle bringt. Dann bringen mir die Baustoffe nichts. Das heißt, somit ist sauberes Wasser das zweitwichtigste in meinen Augen nach dem Sauerstoff. Und dann kommt Erde und Feuer. Als nächstes sage ich jetzt einmal Erde, dass man einen gesunden Boden zu Hause hat und wieder lernt, gesunde Erde herzustellen, dass man sich auch wieder mit dem Thema Kompostieren beschäftigt und gesundes Gemüse, eigenes Gemüse zieht und nicht eins, was hunderte Kilometer entfernt irgendwo gewachsen ist und dann über LKWs und Flugzeuge und allen möglichen Transportwegen zu uns gebracht wird, dann im Supermarkt mit Plastik verpackt wird, vielleicht auch noch in irgendwelche Wachsschichten eingetunkt wird, damit es dann besonders lang, schön und glänzend im Supermarkt daherstrahlt. Das hat mit einer lebendigen Nahrung in meinen Augen nicht viel zu tun. Und der Vorteil ist, man braucht dann nicht wirklich einen grünen Daumen zu haben. Man kann sich auch dem bedienen, was die Natur uns kostenlos schenkt, wo man kein Gärtner, kein Permakulturexperte oder sonst irgendwas sein muss. Das sind nämlich die Wildkräuter, die noch sehr, sehr ursprünglich sind, die überall wachsen, wo man nichts tun muss. Die muss man nicht pflegen, nicht gießen, nicht düngen, nicht schützen, nicht zurechtschneiden oder sonst irgendwas. Die wachsen einfach. Und da können dann wieder viele sagen, ja, aber ich kenne mich mit Wildkräutern überhaupt nicht aus. Sage ich, das stimmt nicht. Drei Wildkräuter kennt jeder. Und wenn man nur diese drei Wildkräuter mal in seinem Leben integriert, dann ist das schon ein super Anfang, dann hat man das meiste schon geschafft. Ich sage mal, jeder kennt ein Gänseblümchen. Jeder kennt eine Brennnessel. Wenn man sich nicht sicher ist, einfach mal beherzt zugreifen, die Brennnessel antwortet dir sehr, sehr schnell. Und jeder kennt einen Löwenzahn. Und wenn man mal anfängt, diese drei Lebensmittel in sein Leben zu integrieren, dann ist man schon sehr, sehr weit. Das kann man in Suppen reingeben, man kann es in Smoothies reingeben, man kann es in Aufläufe, in Eintöpfe, überall kann man die einfach mal hinzugeben, um einen ersten Schritt zu tätigen. Und dann fehlt noch am Schluss das Feuer. Das heißt, dass man versucht, dem Körper möglichst viel Energie zuzuführen. Einerseits durch den Sauerstoff, der ja so wie bei einem Motor, der Turbo, der einfach nur mehr Sauerstoff hineinbringt. Der Turbo ist ja nichts anderes wie ein Ventilator. Ist auch, brauchen wir auch, damit unser Feuer gut brennen kann, Energie durch den Sauerstoff und andererseits auch durch die Sonne. Das heißt auch, viel Vitamin D3, Sonnenstrahlung, die wir auf unseren Körper einprasseln lassen sollten. Und das auf jede Stelle des Körpers, das heißt nackt Sonnenbaden. Auch die Stellen, wo die Sonne normal nie hinscheint, brauchen die Sonne. Das ist sehr, sehr wichtig. Deswegen möglichst viel FKK. Und natürlich auch die Kreativität, die, glaube ich, jeder Mensch in sich hat, dass die auch den freien Lauf nach draußen haben kann, dass man sich da nirgendwo einschränken lässt. Sei es tanzen, sei es singen, sei es malen, sei es tischlerisch, handwerklich, sei es sportlich, das ist für mich alles in Richtung Kreativität drinnen. Dass man der freien Lauf lässt und sich davon niemanden einschränken lässt, dass man die einfach frei ausübt. Das sind in meinen Augen die vier Grundpfeiler, die man mal in Ordnung bringen sollte. Und dann kann man darüber reden, was in einer Ernährung noch dazugehört. Ja, kannst du sie nochmal kurz zusammenfassen auf einen Punkt, die vier Bereiche? Das heißt einmal Luft, Sauerstoff, was atme ich ein? Wasser, welches Wasser trinke ich? Ist es hexagonal strukturiert? Ist es sauber? Ist es basisch? Welchen Millivolt-Gehalt, also Wert hat es und so weiter? Dann Erde, welche Pflanzen, welches Gemüse, welches Obst nehme ich zu mir, welches Getreide und so weiter. Und das vierte, habe ich viel Sonnenenergie in mir drinnen und kann ich meiner Kreativität freien Lauf lassen.
So, das ist also eine super Übersicht. Ich danke dir sehr herzlich, Elias. Dennoch stelle ich dir jetzt die Frage, wenn ich in der Stadt wohne und jetzt sprichst du, ich kann in den Wald gehen. Okay, dann kann ich am Wochenende oder nach der Arbeit mal rausfahren, möglicherweise. Das kann ich ab und zu einordnen in meinen Tagesrhythmus, aber nicht jeden Tag vielleicht, je nachdem, wo ich wohne. Wasser, so, dann wohne ich in einem größeren Haus mit mehreren Parteien möglicherweise. So, jetzt bin ich dann abhängig von dieser Wasserqualität. Kommen die nächsten Herausforderungen. Dann sage ich, okay, ich habe ja eine Struktur in dem System, in dem ich lebe. Ich bin mit meiner Familie so eingebunden. Kreativität, okay, sind vielleicht 3-5% in meinem Leben. Mehr Zeit gibt es da gar nicht. Weiß ich noch nicht, wie ich das umsetzen kann. Und dann die Ernährung. Okay, ich brauche ja aufgrund meiner Struktur, die ich noch habe oder meines Systems, den kurzen Weg in den Supermarkt und da muss es schnell gehen, effizient sein und ich kann nicht viel Zeit damit verbringen. Das sind ja jetzt alles Dinge, die sind ja gegenläufig. Ich sag mal, wir müssen, also das, was du uns erzählst als Basis, die vier Grundpfeiler, die finde ich super. Und jetzt ist die große Frage, wie kann ich das integrieren? Wie schaffe ich den Schritt tatsächlich von dem, ich sag mal, turbulenten Leben in ein natürlicheres Leben? Denn in meiner Erfahrung, selbst wenn man sich mit Wasser beschäftigt, das ist genauso wie mit der Ernährung. So viele Experten, so viele Meinungen und möglicherweise auch viel Geld, was solche Anlagen kosten. Ich sehe als Laie gar nicht durch. Ich weiß nicht, was gut ist. Also wie finde ich denn jetzt den Weg für mich persönlich, um alle vier Grundpfeiler zu bedienen, Stück für Stück? Ich würde einfach mal bei einem anfangen. Man muss natürlich dann immer sondieren. Ich nehme jetzt einfach mal dein Beispiel. Du befindest dich, wir sagen, wir befinden uns in einer Großstadt. Du hast eine Familie mit, sagen wir, zwei Kindern. Die sind, weiß ich nicht, jetzt 10 und 14. Das ist vielleicht auch noch ein interessantes Alter. Du hast einen 40-Stunden-Job. Der Chef brüllt dich jeden Tag an und du weißt vorne und hinten nicht, wie du das alles bedienen sollst. Und dein Mann sagt jeden Abend, er braucht Fleisch. Ja, genau. Nehmen wir das jetzt einfach mal als Beispiel. Richtig. Grundsätzlich sage ich, man kann immer nur an sich selber arbeiten, man kann niemanden anderen verändern. Man kann immer nur an sich selbst arbeiten, eine Vorbildwirkung sein und dann hoffen, dass man die Vorbildwirkung so groß ist, dass man andere dadurch anzieht und motiviert mitzumachen. Das ist in meinen Augen das, was man machen kann. Das heißt, wenn du jetzt die Familienmama bist, dann kannst du weder deinen Mann ändern noch deine Kinder ändern. Das sind eigene individuelle Wesen und Menschen. Somit kannst du nur an dir arbeiten. Das heißt, du kannst für dich den Schritt fassen, die bewusste Entscheidung, ich möchte mein Leben in eine gesundere Richtung bringen. Und dann kann man sich mal überlegen, okay, ich habe jetzt einen 40-Stunden-Job. Brauche ich überhaupt diese 40 Stunden? Wie viel Geld verdiene ich und wo kann ich gewisse Einsparungsmaßnahmen eventuell vornehmen, um dann mehr Zeit zu haben, um mich um meine Gesundheit und um meinen neuen Weg, mein neuer Weg ins andere Leben zu kümmern? Denn ganz ehrlich, wenn man sagt, okay, ich habe keine Zeit, es muss alles schnell gehen, dann kann ich nicht wirklich weiterhelfen, denn Zeit hat man nicht, die muss man sich nehmen. Denn selbst wenn man sagt, okay, ich habe keine Zeit, ja, muss einen Weg finden, dass man sich Zeit nehmen kann. Denn sonst wird man irgendwann in einem Burnout landen und dann ist man gezwungen, sich Zeit zu nehmen, weil dann landet man vielleicht in irgendwann mal im Krankenhaus und dann kann man ja auch nicht sagen, ich habe keine Zeit, um im Krankenhaus zu sein, ich gehe weiter arbeiten. Ja, ja. Das da haben die Leute auf einmal Zeit. Ja, nicht freiwillig, ne? Du sprichst es an. Also gehen wir von diesem Beispiel aus. Ich gehe jetzt und möchte einen neuen Weg beschreiten und der Rest der Familie ist überhaupt noch nicht bewusst darüber und bringt mir Widerstände entgegen. So, dann muss ich ja auch wirklich so stark und gefestigt sein, um diesen Widerständen begegnen zu können, um mich nicht wieder in das alte Muster zurückdrängen zu lassen, der Bequemlichkeit halber. Dann sage ich vielleicht, okay, ich brauche statt 40 Stunden nur 30 oder 25 Stunden, gehe mit meinem Chef sprechen
Und er sagt, nein, also das geht in gar keinem Fall. Wir brauchen sie hier. Also von allen Seiten kann es ja zu Widerständen kommen, um diesen neuen Weg einzuschlagen. Und dann irgendwann kommt ja auch das Thema Angst hoch. Ich könnte meinen Partner verlieren, ich könnte den Job verlieren, ich könnte, was auch immer noch für Szenarien da kommen. Aber auf jeden Fall, diese Ängste kommen hoch und dann kann es sein, dass es mich wieder zurückwirft. Also glaubst du, dass der Druck so groß wird für so einen Weg in einen neuen Lebensplan mit neuer Ernährung, mit dem Wasser, mit der Luft, mit der Kreativität, dass es wirklich einen Druck und einen Schmerzpunkt braucht, um das durchzustehen und loszugehen? Oft braucht es diesen Druck und Schmerzpunkt. Das ist ja bei den meisten der Grund, warum sie überhaupt einen Lebenswandel anstreben, weil irgendwas in ihrem Leben so dermaßen wehtut, dass sie sagen, es geht nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus, ich muss es ändern. Ja. Aber ich sage mal, wenn du als Mutter entscheidest, als Frau entscheidest, dass du einen neuen Lebensweg gehen möchtest, weil du mit dem jetzigen nicht zufrieden bist, das ist ja der einzige Grund, warum du überhaupt einen neuen Lebensweg anstrebst, weil du mit dem jetzigen nicht zufrieden bist, sonst würdest du es ja nicht tun. Wenn du sagst, jetzt ist alles pipi fein, dann wieso solltest du es ändern wollen? Das heißt, du bist unzufrieden. Und da kannst du dann nur mit deinen Kindern und mit deinem Mann sprechen. Ich sage, liebe Kinder, lieber Mann, ich möchte gerne etwas in meinem Leben ändern. Ich bin mit der jetzigen Situation total unzufrieden. Das ist der Weg, den ich gerne gehen würde. Könnt ihr mich dort unterstützen? Steht ihr mir hier bei oder nicht? Und wenn der Mann da sagt, nein, er findet das kacke, dann bringt es auch nichts, zu sagen, okay, wenn er das schlecht findet, dann mache ich es halt nicht, weil das ist keine Basis für eine gesunde Beziehung. Die geht dann sowieso irgendwann in die Brüche, weil irgendwann bricht man doch aus und spätestens dann geht sie zu Brüche. Und man hat ja auch in der jetzigen Zeit sehr stark gemerkt, wie viele Beziehungen in die Brüche gegangen sind, weil man plötzlich gemerkt hat, dass man mit dem Partner in gewissen Bereichen überhaupt nicht übereinstimmt. Und sie fragt, scheiße, wen habe ich da geheiratet? Okay, gut, Elias, bevor wir jetzt in diese Richtung auch noch abdriften, wir können natürlich, weißt du, wir verzetteln uns dann und sagen, um Gottes Willen, dann kommt das Thema auch noch dazu. Also, das Interview zum Thema gesunde Ernährung ist heute hier präsent. Das heißt, wir haben es angesprochen, dann kommen diese Beziehungskisten, die dann auch angeguckt werden, die stellen wir jetzt mal zur Seite. Genau, das heißt, man sagt, okay, man redet mit dem Mann, der ist einverstanden, der versucht einen zu unterstützen, das heißt, man geht den Weg. Dasselbe gilt allerdings auch für den Beruf, dass man sagt, okay, wenn der Chef sagt, es geht nicht, dann gibt es die Möglichkeit, etwas Neues zu finden. Ja. Auch hier, ich versuche es noch kurz zusammenzufassen, ist wieder die Offenheit des Lebens. Wenn man offen hineingeht, wird das Leben dir eine Möglichkeit bieten. Ja. Ich sage, wenn man den eigenen Weg geht, dann werden sich Türen öffnen, die man gar nicht glaubt. Und dann kann man sich, man befindet sich in der Stadt, wir beginnen einfach mal mit dem ersten Thema, Sauerstoff. Man kann Pflanzen, man kann den Wald, man kann die Natur in die Wohnung genauso hineinholen, indem man einfach sehr, sehr viele Zimmerpflanzen in die Wohnung hineinstellt und schaut, welche Pflanzen sind für welchen Raum in diesem Haus oder in dieser Wohnung wo am besten geeignet. Es gibt Pflanzen, die sind für das Wohnzimmer super und es gibt Pflanzen, die sind für das Schlafzimmer super. Denn die eine Pflanze gibt in der Nacht Sauerstoff ab und die andere gibt sie am Tag ab. Kannst du da mal ein Beispiel nennen, damit wir das gleich praktisch umsetzen? Also die ganzen Sukkulenten, also die ganzen Kakteengewächse zum Beispiel, geben den Sauerstoff in der Nacht ab. Das heißt, die gehören ins Schlafzimmer hinein. Mhm. Sowas wie jetzt bei mir im Hintergrund, das Kindapsus, der gibt den Sauerstoff am Tag ab. Somit habe ich den im Wohnzimmer und nicht im Schlafzimmer, weil sonst würde ja in der Nacht genau das Gegenteilige passieren. Wenn ich ihn im Schlafzimmer hätte, dann hätte in der Nacht den CO2-Ausstoß. Und das brauche ich ja in der Nacht nicht. Das heißt, ich schaue, dass ich ihm eben Sukkulenten, Bogenhanf, ist auch so eine Pflanze. Man kann sie auch einfach mal in Google eingeben, da kommt eine ganze Liste, welche Pflanzen geben den Sauerstoff in der Nacht ab. Diese dann ins Schlafzimmer stellen und alle anderen ins Wohnzimmer stellen. Und dann hat man auch hier zum Beispiel mal ein gesundes Raumklima. Dann
geht es natürlich auch noch sehr weit in Richtung, womit sind die Wände gebaut? Das heißt, es gibt sehr oft Gipskartonplatten mit Gesteinsmehl, das leider sehr, sehr giftige Dämpfe ausstrahlt. Und da kann man sich helfen, indem man zu einem Lehmbauer geht und die Wände mit einer Lehmschicht umgibt. Dann kann man zusätzlich die Luftfeuchtigkeit in dem Raum erhöhen und man hat eine Wand, die lebendig atmet, die das Wasser aufnimmt und wieder abgibt, die Luftfeuchtigkeit. Und vorher ist es so, wie wenn man sich ein Plastiksackerl über den Kopf stülpt und auf einmal ist das dann weg und man kann auf einmal wieder atmen. Das heißt, das ist das, was man in einer Wohnung wunderbar machen kann. Ja, was das Wasser betrifft, kann man schauen, ob man irgendwo, wenn es jetzt nicht wirklich die Großstadt ist, einfach eine Waldquelle findet, wo man vielleicht in der Früh kurz hingehen kann. Wenn es weit weg ist, ist es natürlich blöd, aber einfach jetzt für diejenigen, die vielleicht die Möglichkeit haben. Und dort kann man dann schauen, welchen pH-Wert hat diese Waldquelle. Ganz wichtig, schmeckt mir das Wasser dort überhaupt, wenn ich das trinke? Also pH-Wert, das sollte basisch sein, es sollte mir schmecken, es sollte einen Mikrosiemens-Wert von unter 200 haben und es sollte von den Millivolt, also vom ORPE-Wert, möglichst weit im Minus sein. Das heißt, je minus 300 Millivolt, minus 500, minus 1000, je mehr das im Minus ist, desto besser ist es. Wenn man diese Möglichkeit nicht hat, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, einen Wasserfilter sich anzuschaffen. Das ist eine Investition, die sich in meinen Augen sehr, sehr stark lohnt, denn Wasser besteht unser Körper ja fast hauptsächlich davon oder zumindest zu einem sehr, sehr hohen Anteil. Und somit ist das die beste Investition für die Gesundheit, wenn man wirklich in einer Stadt wohnt. Es ist zwar eine Krücke zur Natur und es wird niemals die Natur nachahmen können oder die Natur ersetzen können, also eine natürliche Quelle, aber es ist eine gute Krücke. Und zu dem Zeitpunkt vielleicht notwendig. Ja, jetzt muss ich dazu mal ganz kurz fragen, weil nachher ist mir die Frage wieder entwischt. Diese Wasserfiltergeschichte, damit habe ich mich auch dann beschäftigt und irgendwann habe ich gesagt, und nun? Es gibt ja auch da sehr viel. Und jetzt mal angenommen, ich wohne in der Stadt, ich habe tatsächlich einen wechselnden Job oder ich muss immer wieder mal umziehen. Ja. Ja, ne, das sind ja alles Bedingungen, Beschränkungen. Das hindert mich dann wieder etwas einbauen zu lassen, was in die tausende Bereiche geht. Was gibt es für Möglichkeiten, um vielleicht transportabel oder in welche Richtung sollte man gucken bei Wasserfiltern? Weil jeder Anbieter verspricht natürlich die tollen Marketing-Slogan, warum gerade sein Wasserfilter besonders gut ist. Und derjenige, der jetzt neu in diesem Labyrinth suchend nach diesen Systemen, nach gutem Wasser ist, der weiß es nicht, der hat keinen Plan. Ich versuche es in ganz geringen Punkten zusammenzufassen. Ja. Der Vorteil ist, die meisten Wasserfilter kann man einfach wieder abbauen und wieder mitnehmen, wenn man wirklich umzieht. Also das ist jetzt nicht das große Hexenwerk. Das ist einmal das vorweg. Einen transportablen Filter zu finden, der wirklich gut ist, wird sehr, sehr schwierig. Aber man kann einen kaufen, den man eben jederzeit wieder mitnehmen kann. Man sollte schauen, dass dieser Filter möglichst keinen Wassertank hat. Denn Wasser sollte immer fließend sein und nicht stehen. Und diese Wassertanks sind meistens, sobald da irgendein Keim reinkommt, sind das Keimpools. Und das heißt, man sollte schauen, dass man durchgehend fließendes Wasser hat und keinen Tank. Dann sollte man schauen, dass das Wasser, das rauskommt, genau die gleichen Werte hat, wie ich vorhin auch beim Flussbach erwähnt habe. Es sollte gut schmecken, es sollte basisch sein, das heißt ein pH-Wert von über 7, am besten wäre so zwischen 7,5 und 8,5, dann sollte es eine starke negative Ladung vorweisen, das ist dieser ORP-Wert, das heißt negative Millivolt-Ladung und es sollte rein sein, das heißt es sollten keine Verschmutzungen mehr drinnen sein. Das können sein Medikamentenrückstände, Schwermetalle, Kalk, Pestizide, das sollte alles rausgefiltert werden. Muss es dann auch wieder mineralisiert werden?
Es gibt Der ja auch. Ricardo hatte mit 21 Jahren auch eine Wasserfilterfirma gegründet und einen eigenen Wasserfilter entwickelt. Und da hat er versucht, die Natur zu kapieren und zu kopieren, so wie es ja auch die meisten Naturforscher gemacht haben. Und er hat sich geschaut, in der Natur ist es so, da gibt es den osmotischen Druck, wo das Wasser durch diesen Druck durch die Gesteinsschichten durchwandert. Und diese Gesteinsschichten bilden den natürlichen Filter der Natur. Denn gewisse Stoffe sind einfach deutlich schwerer, werden durch diesen Druck nicht mit angehoben bleiben, in gewissen Gesteinsschichten stecken. Und oben an der Bergquelle kommt dann irgendwann mal sauberes, reines Wasser raus. Ja. Und dann fließt dieses Wasser aber genauso nach der Filterung durch den Fluss, durch die Steine wieder runter, verwirbelt sich dadurch, nimmt Mineralien über die Steine auf, nimmt Sauerstoff in sich auf. Und dann haben wir wirklich basisches, sauberes, reines Wasser. Das heißt, man nimmt eine normale Osmoseanlage und schaut, dass nachher wieder eine Mineralisierung da ist. Und wichtig ist, dass diese Filter immer wieder gereinigt werden. Das heißt, dass auch immer wieder alle paar Stunden sich diese Anlage anschaltet automatisch und diese Filter durchputzt. Denn du kannst auch nicht ein Sieb nehmen und das jetzt 3 Monate lang verwenden, um irgendwas durchzusieben und das Sieb aber zwischendurch niemals waschen, dann hast du wieder dasselbe Problem wie bei dem Tank, du hast da wieder einen Keimpool. Ja. Sehr schön. Das hast du super zusammengefasst in der Kürze. Und ich denke, wahrscheinlich kann man auch auf deinen Seiten viele Details in die Tiefe gehend noch finden. Die Zuschauer, die sich da informieren möchten, aufgrund der Kürze unseres Formats würde ich dich dann bitten, da weiterzugehen. Also das war schon mal ein super Überblick, wie ich finde. Und bei näherem Bedarf nähere Infos auf deinen Webseiten. Genau, dann gehen wir weiter zur Erde. Ja. Natürlich hat nicht jeder Mensch die Möglichkeit, einen eigenen Garten zu haben oder auch vielleicht sein eigenes Gemüse großflächig anzupflanzen. Vielleicht hat man auch nur 100 Quadratmeter oder 50 Quadratmeter mitten in der Stadt. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, ich habe gar keinen Garten. Vielleicht nur einen Balkon oder sagen wir, wir haben nicht einmal den. Dann gibt es immer noch die Möglichkeit, dass man sich zu Hause aus Sprossen und aus Keimlingen und aus Mikrogrün jederzeit sich sein eigenes gesundes Gemüse heranzieht. Das braucht keinen grünen Daumen, das kostet nicht viel, also ein paar Pflanzschalen und solche Keimsaaten, die ein paar Euro kosten die. Also das ist wirklich lächerlich im Vergleich zu dem, was ich zahlen würde, wenn ich es im Supermarkt kaufen würde. Und da kann man sich dann wirklich in seiner Qualität für sich zu Hause wunderbare Sprossen und Mikrogrün in allen möglichen Richtungen, also Brokkoli, Alfalfa, Radieschen, Erbsen, Linsen, in allen möglichen Richtungen, Geschmacksrichtungen anpflanzen und hat so sein eigenes Gemüse, wo man weiß, wo es herkommt. Und tätigt so wieder mal den ersten Schritt. Und hier kann ich auch, möchte ich eine Kanalempfehlung auch weitergeben, weil es eine Frau gibt, die da einfach ein wunderbares Vorbild ist. Das ist die Silke Leopold. Die wohnt in Deutschland, in Leipzig, mitten in der Stadt, hat auch eine Wohnung, die nicht besonders groß ist, mit 2 Kindern und einem Hund. Und die zeigt wunderbar, wie man sich, obwohl man diese Umstände hat, jeden Tag arbeiten muss, wunderbar sein Mikrogrün züchten kann und wirklich gesunde, lebendige Nahrung zu sich nehmen kann. Das heißt, da kann man mal vorbeischauen. Und die zweite Variante, man kann zu Abhofverkäufen gehen und man kann die kleinen Bauern in seinem Umkreis unterstützen. Man kann da mal schauen, wo es etwas in seiner Nähe gibt. Wenn es nicht ganz in der Nähe ist, dann haben diese kleinen Biobauern auch oft die Möglichkeit, dass sie so Gemüsekisten zustellen. Da gibt es auch viele Seiten, wo man dann nachschauen kann. Und dann kann man auch hier zumindest nur 50 Kilometer entfernt sein Gemüse holen und nicht 500 oder 5000 Kilometer entfernt. Das heißt, wenn ich einkaufen gehe, dann ist es schon lange nicht mehr beim Supermarkt, sondern ich gehe, wenn dann nur zu Abhofverkäufen, ich gehe in meinen eigenen Garten, ich gehe in den Wald oder eben ich züchte mir mein eigenes Mikrogrün. Das ist der Ort, wo ich mir das herhole. Wenn ich sage, okay, ich lebe jetzt noch vom Fleisch, ich lebe noch von Milchprodukten und Co., dann gibt es auch hier die Möglichkeit, dass man zum nahegelegenen Bauern geht. Man muss nicht das von der Massentierhaltung kaufen, sondern der erste Schritt in meinen Augen ist es wieder regional zu kaufen, die Leute dort zu unterstützen, zu wissen, woher es kommt.
Und das ist in meinen Augen der wichtigste Schritt. Jetzt möchte ich, bevor wir dann weitergehen, noch die Frage einbringen, ist es denn notwendig, Spurenelemente und Mineralstoffe als von außen zuzuführen, als Kapseln oder Tabletten, weil unsere Böden ja mineralstoffarm sind, wenn ich jetzt noch nicht vollwertig mich von einem Biohof oder eigenem Anbau ernähren kann? Nur wenn man keine Wildkräuter in sein Leben hinzufügt, wobei das auch von vielen verschiedenen Dingen abhängig ist. Denn einerseits ist es abhängig, habe ich ein gesundes Wasser auch? Dann habe ich ein gesundes Wasser, dann brauche ich natürlich weniger Mineralien zu mir nehmen, weil der Transport in die Zellen viel besser gegeben ist. Und das Zweite ist, wie schaut mein Darm aus? Denn auch im Darm werden ja die Nährstoffe aufgenommen, wenn der komplett verschmutzt und verdreckt ist, dann ist auch hier die Nährstoffaufnahme sehr, sehr gering und somit sollte man schauen, dass man einen gesunden Darm hat. Grundsätzlich ist es in meinen Augen nicht notwendig, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, da die Wildkräuter einfach sehr, sehr viel abdecken und die Menge, die wir eigentlich zu uns nehmen müssten, könnte viel, viel weniger sein, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Danke dir. So, ich hoffe, ich habe dich nicht unterbrochen in deinem Fluss mit der Ernährung. Also du sagst, du gehst jetzt bei Biobauern oder ziehst es dir selbst, dein Gemüse, oder holst es. Wolltest du noch eine Ausführung dazu uns mitteilen? Ich glaube, das ist einmal das Wichtigste, dass man einfach regional und saisonal auch isst. Und das Nächste ist dann die Sonne, dass man schaut, dass man möglichst viel in die Sonne geht. Wenn man es an seinem Balkon oder jetzt im Stadtpark nicht nackt schafft, ja, das ist in der, oder in der Badehose möglichst viel. Oder dass man vielleicht schaut, dass man einmal in der Woche irgendwo in den Wald gehen kann, dort vielleicht eine kleine Lichtung findet, wo niemand ist, wo man sich dann einfach auszieht, und ohne die Bedenken haben zu müssen, dass da irgendjemand kommen kann. Und wenn es nur eine Stunde in der Woche ist oder nur eine halbe Stunde in der Woche, ist es besser als gar nicht. Ja, und dann finden alle die kleine Lichtung. Sind wir alle wieder zusammen. Ja, so. Doch schön, oder? Ja, übereinander, nebeneinander, ja, gestapelt. Sonne ist das eine, und dann hast du ja gesprochen von dem inneren Feuer, was wir noch aktivieren. Wie gehst du damit um? Dass man sich einfach, wie oft auch immer man es schafft, je nachdem, wie es jetzt von der Zeiteinteilung möglich ist, sei es nur 20 Minuten am Tag, 10 Minuten am Tag, alle 3 Tage nur 10 Minuten, dass man sich einfach eine gewisse Zeit, einen Termin, vielleicht sogar im Kalender eintragt, dass man sagt, hier habe ich Zeit für mich, mich kreativ, egal in welchem Bereich auch immer ich mich wohlfühle, mich auszuleben. Bei mir ist es zum Beispiel sehr stark der Sport und das Klavierspiel. Wo ich sage, eine gewisse Zeit, das trage ich mir in den Kalender ein, gehe ich Klavier spielen, komme, was da wolle. Wenn jemand anruft, ist mir das egal, der wird weggedrückt. Das ist meine Zeit, das ist meine Zeit für mich, die sogenannte Me-Time, und da pusht mir niemand hinein. Ja, sehr schön. Das heißt, diese Selbstverantwortung, die du für dich ja schon übernimmst, die darf den Zuschauern jetzt auch bewusst werden. Da gibt es niemanden im Außen, der sagt, so, hier hast du deinen Plan, so wie der Chef, das ist jetzt zu erledigen. Oder die Kinder, die durch die Struktur Frühstück machen, aufstehen und so weiter, das vorgeben, sondern ich muss wieder anfangen, zu mir zu finden, herauszufinden, was möchte ich überhaupt? Bin ich zufrieden mit meinem Leben? Wohin möchte ich? Was könnte ich mir vorstellen? Und mir auch trauen oder den Mut aufbringen, diese Selbstverantwortung zu übernehmen, trotz aller Widerstände, die mir begegnen werden. In ja. jedem Fall. Ja. Aber wie heißt es so schön? Zähl bitte alle Menschen auf, die du liebst. Wie lange braucht es, bis du dich selbst nennst? Na, das ist ein schöner Vergleich, ja. Und das ist etwas, was man, glaube ich, wieder lernen darf. Wir arbeiten immer für andere, aber vergessen an uns selbst zu denken. Und es ist in Ordnung, das ist nicht egoistisch oder wie auch immer das mittlerweile abgestempelt wird. Die meisten sagen, ja, wenn du an dich denkst, dann bist du ein Egoist, sage ich nein. Man muss immer zuerst lernen, sich selbst zu lieben, erst dann kann man auch andere lieben. Und somit sollte man sich zuerst helfen, Selbsthilfe vor Fremdhilfe. Denn nur wenn man selber einen gesunden Körper hat, dann hat man auch die Möglichkeit, die Kraft und die Energie, anderen Menschen zu helfen und sie zu unterstützen bei ihrem Weg.
Und deswegen finde ich das total wichtig, dass man für sich selber auch achtet. Und ein gutes Beispiel ist, glaube ich, was passiert, wenn jemand zu Besuch kommt? Der kriegt ein Fünf-Gänge-Menü. Aber was ist, wenn man selber am Abend nach Hause kommt? Ja, da reicht ein Butterbrot und ein Paprika dazu, das ist in Ordnung. Das heißt, für sich selber ist das bisschen Brot und ein bisschen Gemüse in Ordnung, aber der Fremde kriegt das Fünf-Gänge-Menü. Wieso macht man nicht für sich selber auch mal ein Fünf-Gänge-Menü? Warum tut man all das Gute, was man anderen gerne tut, nicht für sich selbst? Eine schöne Inspiration, sehr schön, ja. Lieber Elias, was wäre dir denn jetzt abschließend noch wichtig, was unbedingt zu diesem Thema Ernährung, Gesundheit passt, wo vielleicht Fehldenken noch existieren oder kursieren oder wo man sagt, das ist für die Zuschauer jetzt noch auf jeden Fall wichtig, wenn sie sich auf diesen Weg begeben? Dass es am Anfang vielleicht gar nicht so wichtig ist, sofort vegan, roh vegan oder sonst irgendwie in eine Richtung zu gehen, sondern dass man sich einfach mal wieder wohlfühlen sollte. Und dass es in meinen Augen nicht weniger wichtig ist, was man isst, sondern in erster Linie mal, wie viel man isst. Dass speziell die Menge sehr, sehr viel ausmacht. Und es gibt da ein gutes Buch, das einen gute Einleitung in dieses Thema bringt. Das heißt, wir fressen uns zu Tode von der Galina Shantalova, die aufzeigt, wie wenig Nahrung der Mensch eigentlich braucht. Dass wir dauerhaft unseren Darm und unseren Magen überlasten und überfordern und der gar nicht die Zeit hat, das, was wir ihm geben, zu verstoffwechseln, zu verwerten und zu verwenden. Und dass das fast immer nur im Durchlaufen ist, die ganze Zeit, die ganze Nacht. Den ganzen Tag, weil wir futtern ja dann um Mitternacht auch nochmal rein, dass in der Nacht auch noch alles laufen kann und dass der Darm und der Organismus eigentlich nie zur Ruhe kommt. Und wir tun im Prinzip das, was wir mit uns tun, sprich 40 Stunden arbeiten, wenn man selbstständig ist, vielleicht 80 Stunden arbeiten, 100 Stunden arbeiten, wie viele, also da gibt es ja alle möglichen Varianten, wie viel Stress man sich aussetzt, dass man auch lernt nicht nur dem Darm, sondern auch sich selbst wieder mal einfach Ruhe zu gönnen und zu lernen, dass es in Ordnung ist, einmal eine Stunde nichts zu tun. Denn auch das wurde uns so rein indoktriniert, dass es falsch ist, man muss immer hart arbeiten, man muss immer hart trainieren und man muss immer alles hart machen. Und dann wundert man sich, warum man zu sich selber auch immer hart ist. Ja, eine Balance zwischen dem Innen und dem Außen zu finden, das ist auch mein Credo. Also für die Zuschauer, die sich da interessieren, ich bin da auf der Online-Meditationsstrecke unterwegs. Die können auch gerne mal bei mir schauen auf die Webseite. Vielleicht gibt es da auch ein paar Impulse. Vielleicht abschließend, Elias, noch, wo kann man dich jetzt finden, wo du noch so Tipps und Wissenswertes übermittelst oder was ist dir wichtig? Du hast ja auch noch einen Verein. Vielleicht möchtest du dazu kurz was sagen. Na, man findet mich einerseits unter den YouTube-Videos, also wo natürlich die normalen Videos rauskommen. Dann auf Instagram gebe ich täglich immer wieder Tipps. Das ist so die Plattform, wo ich so ein bisschen meinen Tagesablauf auch mit den Leuten teile, was ich esse, wo ich gerade unterwegs bin, was ich gerade für meine Entspannung getan habe, welches Lied ich am Klavier gerade gelernt habe oder was auch immer, wo ich einfach diese Tipps mit den anderen teile und das, wo man wirklich intensiv an sich selber arbeiten kann, mit mir gemeinsam, wenn man hier eine Begleitung haben möchte, ist eben über den Verein. Das heißt, man kann beim Verein Mitglied werden, da kostet die Jahresmitgliedschaft 20 €. Das ist rein nur dafür da, um einen geschützten Rechtsraum zu haben, denn ich darf, wenn ich kein Arzt bin, keine Gesundheitstipps geben, ich darf keine rechtlichen Tipps geben, wenn ich kein Rechtsanwalt bin. Und das Schöne im Vereinswesen ist, man braucht keine Titel, man braucht keine Ausbildungen, man darf das Wissen, das man hat, an die Vereinsmitglieder in diesem geschützten Rechtsraum einfach weitergeben. Und da habe ich die Möglichkeit gegeben, dass jedes Vereinsmitglied in eine eigene Gruppe kommt, wo ein Austausch stattfindet von Menschen, die genauso auf dem Weg in Richtung Gesundheit sind. Jeder hat einen anderen Start, jeder hat ein anderes Ziel, aber der Grundgedanke ist bei allen gleich.
Und da gibt es einerseits diese Gruppe und einmal im Monat gibt es einen 3-stündigen Zoom-Call mit mir gemeinsam, wo ich die Fragen beantworte, wo ich individuell auf den Menschen eingehen kann und wo wir einfach die Probleme, die gerade im Alltag in diesem Monat aufgetaucht sind, bearbeiten können, nach Lösungen suchen können und einfach aufzeigen, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist, dass die Lösung ganz einfach ist, wenn man ein bisschen anders denkt. Und es hat noch kein Problem gegeben, was ich nicht lösen konnte. Und diese Möglichkeit gibt es hier. Das alles Weitere ist kostenlos. Es gibt nur diese 20 € im Jahr. Und dort stelle ich mein sämtliches Wissen, meine Zeit und all meine Energie zur Verfügung, um den Menschen individuell zu helfen. Also Hut ab, Elias, wirklich wahr, also Respekt davor, dass du so viel Wissen Danke. preisgibst. Und ich wünsche dir alles Gute auf diesem Weg. Herzlichen Danke, Dank für danke. diese vielen, vielen Impulse von dir. Wir haben natürlich versucht, das ganz kurz und knackig jetzt mal zusammenzufassen. Du hast mir auch verraten, du schreibst ein Buch und das wird ja dann auch irgendwann online sein. Also für die Zuschauer, die sich da interessieren, wenn die in Kontakt mit dir bleiben, dann werden sie immer die richtigen Informationen zu deinen Themen finden. Also hab herzlichen Dank für dieses Interview, für diese vielen Impulse. Alles Liebe und Gute auf deinem Weg. Sehr, sehr gerne. Nochmal danke für die Einladung. Tschüss und Baba. Sehr gern. Tschüss. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann like es sehr gern, teile es auch mit deinen Freunden und vor allen Dingen abonniere den Kanal Chinozentrum gleich unter diesem Video, drück den roten Button und unbedingt auch die Glocke, damit du beim nächsten Mal informiert wirst, wenn wieder ein Interview zum Thema Bewusstsein online ist. Und bis dahin eine wunderbare Zeit und alles Liebe dir. Tschüss.